Am Ufer der Diemel vor den Toren der Stadt Warburg lebt Familie Kohlschein. Seit bald 300 Jahren brauen Kohlscheins in Ostwestfalen Bier. Gerade hat die 10. Generation die Traditionsbrauerei übernommen. Und die 11. wächst auch schon heran und soll einmal die Nachfolge antreten, das Familienerbe fortführen. Wenn Michael Kohlschein morgens mit seinem Hund Pelle auf dem Brauereigelände unterwegs ist, denkt er darüber nach, wie es weitergehen soll. Viele Familienbrauereien haben schon lange aufgegeben. Doch das kommt für Michael Kohlschein nicht in Frage. Barbara Kohlschein kennt die Sorgen ihres Mannes. Geht das los mit den Brotpreiserhöhungen? Jetzt fangen die an, sich alle aufzuregen. Aber ob die Gerstenpreise gestiegen sind fürs Bier, das interessiert keinen. Ich habe meinen Mann in Münster im Studium kennengelernt, die erste Vorlesung morgens. Da setzte sich jemand neben mich und saß gut 10, 15 Minuten da und schlief ein. Und der Kopf fiel gegen meine Schulter. So lernten wir uns kennen. Ab dem Zeitpunkt, wo ich meinen Mann kennengelernt habe, war das absolut seine Perspektive, ins familiäre Unternehmen zu gehen. Also da gab es gar keinen Zweifel dran für ihn. Und für mich auch nicht, weil das war irgendwo klar. Kohlscheins brauen ihr Bier für die Menschen im Warburger Land. Doch ihre Konkurrenten sind die mächtigen überregionalen Großbrauereien. David gegen Goliath. Es ist nicht damit getan, dass man das erbt. Sie müssen damit umgehen können und sie müssen es auch vor allen Dingen in Bewegung halten. Und es muss sich ja möglichst vorwärts bewegen und nicht rückwärts, weil sonst ist es weg. Doch Michael Kohlschein muss nicht allein um die Zukunft der Brauerei kämpfen. Wir können natürlich auch gucken, ob wir nicht Landbier und Export, dass wir da auch noch mal ein bisschen was machen. Ne? Ja. Dass wir mal beide Produkte. Franz Axel Kohlschein, sein Cousin, ist an seiner Seite. Beide würden gerne mehr Bier produzieren. Doch die guten Zeiten sind schon lange vorbei. Als ich ein Kind war, das ist jetzt so gut 40 Jahre her, da war es viel selbstverständlicher für die Menschen, auch Bier zu trinken. Bier galt, das vergisst man heute ja eigentlich immer, als Grundnahrungsmittel. Die 60er und 70er Jahre waren goldene Zeiten für die deutschen Bierbrauer. Damals hatte Michaels Vater Heinrich Kohlschein die Brauerei in Warburg gerade übernommen. Es ging nur aufwärts. Wir haben uns quasi die ersten Jahre überhaupt nicht um den Verkauf kümmern brauchen. Wir haben das Bier schneller getrunken, als wir es produzieren konnten. Jahr für Jahr wurde mehr Bier getrunken. Da war es gut, dass Heinrich Kohlschein sich die Geschäftsführung mit seinem Bruder Peter Kohlschein teilen konnte. Gemeinsam schafften sie die viele Arbeit. Man hatte ganz bestimmte Gelegenheiten, bei denen man regelmäßig Bier trank. Also die Rentner schon morgens, wenn sie die Gaststätten gingen zum Kartenspielen. Die normalen Beschäftigten, wenn Feierabend war. Glauben Sie mir, das war die beste Zeit. Da haben wir noch echtes Geld verdient, nicht? Auf engstem Raum richtig produktiv gearbeitet. Wir haben ja früher Tag und Nacht durchgearbeitet. Doch das ist lange her. Inzwischen trinken die Leute jedes Jahr weniger Bier. Von Verhältnissen wie damals können die jungen Brauer nur träumen. Man hatte das Problem, dass man nicht genug Bier herstellen konnte für die Kunden in der richtigen Qualität. Dass irgendwann mal ein Kunde sagen würde, du hast Bier und ich möchte es aber eigentlich nicht mehr, weil ich trinke dieses Jahr 10% weniger als letztes Jahr. Das wäre damals halt völlig undenkbar gewesen. Und das ist die neue Situation, die wir jetzt erleben. Die Lebensgewohnheiten haben sich geändert. Das Bierchen bei der Arbeit ist verpönt, Alkohol am Steuer ebenso. Heute verkaufen Kohlscheins sehr viel weniger Bier als vor 30 Jahren. Wie kann es weitergehen mit der Familienbrauerei in der fruchtbaren Warburger Börde? Rund um den Desenberg gab es früher zahlreiche Brauereien.
Kohlscheins sind die einzigen, die überlebt haben. Barbara Kohlschein auf dem Weg in die Stadt. Einkaufen für ein Familientreffen. Die Zukunft der Brauerei geht sie alle an. Ich bin beratend da und ich gebe auch manchmal meinen Senf dazu. Gar keine Sache, aber ich halte mich völlig aus dem Geschäft raus. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, weil das ist, glaube ich, auch der Erfolg, dass da nicht noch mehr Leute in diesem Topf rühren. Ich brauche Met, Frau Bernhardt. Wie viel? 2 Kilo? 2 Kilo. 2 Kilo brauche ich gut. Ja. Wir machen Familienessen. Ich wage mich an das Warburger Frikot. Barbara Kohlschein stammt aus Norddeutschland. Doch für die Warburger ist sie längst eine echte Kohlschein. Das sind alte, eingesessene Firmen, ne, Frau Kohlschein. Uns gibt es auch schon 80 Jahre, natürlich noch keine 300. Ja, auch erst vor kurzem gewesen. Ludwig, der Jüngste, hat zu tun. Ein Dutzend Stühle werden gebraucht, wenn die Großfamilie zusammenkommt. Auch Pius, der Älteste, ist da und packt mit an. Ja, Ludwig, du musst mir helfen. Ist okay. Spitze, und jetzt noch 10 cm. Pius studiert Betriebswirtschaft in Paderborn und ist immer da, wenn es um die Brauerei oder die Familie geht. Ja, aber langsam. Auch Tochter Paula hat sich beeilt, um rechtzeitig zu Hause zu sein. Das ist schon eine ganz große Hausnummer, möchte ich sagen. Die Familie und die Tradition. Und da sind die Kinder auch sehr im Thema, weil es auch immer Thema der Familientreffen ist und weil da auch gerne und viel auch drüber gesprochen wird. Dann sind die Stammbäume da und dann wird das auch ganz akribisch aufgebröselt, möchte ich mal sagen, wer mit wem verwandt ist und wer wann was gemacht hat. Also das ist schon sehr, sehr traditionell. Die Seniorchefs und die zukünftigen Kohlscheins. Schwer? Dann geh du mal damit vor. 3 Generationen um einen Tisch. Dafür ist im Brauereialltag nicht oft Gelegenheit. Michael Kohlschein ist rund um die Uhr eingespannt und hat wenig Zeit für die Familie. Lieber Gott, ich bitte dich, gib uns was zu essen. Wir wollen auch immer artig sein und deiner nicht vergessen. Ja, guten Appetit. Guten Appetit. Das war jetzt die lange Rede. Die beiden Senioren verfolgen genau, was in der Brauerei passiert. Sie wissen, was die Jungen leisten. 40 Jahre lang standen sie selbst in der Verantwortung. 1966 mussten die beiden von heute auf morgen die Führung der Brauerei übernehmen. Damals hatten sie keine Wahl. Ihr Vater war schwer erkrankt. Die Pflicht. Die Pflicht als Sohn, meinem Vater, der sich das wünschte, zumindest über einige Jahre in der Brauerei zu helfen, um sie zu erhalten. Um sie vielleicht aus einer schwierigen Zeit, die durch seine Krankheit bedingt war, herauszuführen. Als Peter und Heinrich Kohlschein ihr Erbe antraten, drängten die großen Dortmunder Brauereien mit Macht auch nach Ostwestfalen. Goliath gegen David. Mit kostspieligen Werbekampagnen versuchten sie auch Warburg zu erobern. Die großen Dortmunder Marken hatten es vor allem auf die Kneipenwirte abgesehen. Doch die Kohlscheins nahmen den Kampf auf. Also unsere Kundschaft, fremdes Bier zu verkaufen, war unheimlich schwierig. Selbst wenn die Brauereien den Wirten das Bier geschenkt haben, ich bin dahin, die haben die vollen Fässer wieder abgeholt. Das wichtigste Pfund der Kohlscheins? Sie kannten fast jeden im Warburger Land, hatten mit den meisten schon einmal ein Bier getrunken. Und die Brüder hielten fest zusammen gegen die übermächtige Konkurrenz. Es blieb doch nichts anderes. Oh, wir mussten doch einen Strang ziehen. Stellen Sie sich vor, so eine Größe, wie wir hatten, und dann ziehen 2 Mann an 2 verschiedenen Enden. Nicht? Dann gäbe es unsere Brauerei heute nicht mehr, wenn wir uns nicht vertragen hätten. Und alle haben sich gewundert. Nicht? Dann haben gesagt, geht das wohl gut mit den 2 Brüdern? Und das ist gut gegangen. Ist das okay oder magst du noch ein bisschen mehr? Super. Christa, möchtest du noch? Wenn die Familie zusammen ist, geht es immer auch um die alten Zeiten.
Die Jungen hören genau hin, wie es die beiden Senioren damals geschafft haben. Das muss wachsen. Und das dauert manchmal ein bisschen, bis das gewachsen ist. Bei manchen geht es schneller, bei manchen nicht. Aber ich hoffe, dass das so, wie es zwischen meinem Bruder und mir war, zwischen den beiden Vettern weitergeht. Ne? Ich habe wenigstens noch nichts gehört, dass es nicht so ist. Und das ist an sich ein gutes Zeichen. Michael Kohlschein unterwegs zu einem alten Kunden. Morgen Josef, grüß dich. Morgen. Na, wie geht's dir? Hast du ein schönes Wetter mitgebracht. Sie kennen sich, seit Michael ein kleiner Junge war und mit dem Vater auf Kundenbesuch gehen durfte. Damals lernte schon der kleine Michael, wer sein Bier verkaufen will, muss mit den Leuten reden. Ab 1912 haben wir ein Lebensmittelgeschäft und vom Anfang an, das ist ja wichtig zu sagen, nie ein anderes Bier geführt, obwohl oft danach gefragt wurde. Aber wir waren immer der Familie Kohlschein treu. Schon meinem Vater und bei meinem Großvater war das schon so. Wir hatten auch immer das Schild am Haus Warburger Bier und jetzt haben wir es ja noch ganz groß am Hause stehen, Warburger Bier. Also es hat niemals ein anderes Bier gegeben. Immer die Brauerei Kohlschein war bei uns immer der Lieferant. Doch Stammkunden, die man schon lange kennt, gibt es immer weniger. Das Geschäft der Kohlscheins wird schwieriger. Und trotzdem machen sie weiter. Wenn Sie eine kleine Brauerei haben, die in so einem Ort ist, die eine so lange Tradition hat, das ist nicht wie ein Betrieb, den man sich vielleicht selber aufgebaut hat und dann, wenn er gut läuft, sagt so, wenn ich den jetzt verkaufe, dann reicht es für den Rest vom Leben und dann genieße ich die Früchte meiner Arbeit und der Rest muss dann gucken, wie er zurechtkommt. Hier ist ja die Aufgabengestaltung noch ein bisschen was anderes. Hier geht es jetzt mal darum, die Tradition des Bierbrauens möglichst weiterzuführen. Ein besonderer Tag für Peter Kohlschein und seinen Großneffen Ludwig. Die beiden gehen auf Spurensuche. Der Senior will dem Junior zeigen, in welches Erbe er hineingeboren wurde. 1721, 1729, Archiv der Stadt Warburg. Und 1721 ist ja das Jahr, das euch interessiert, ne? Ja. Und ganz oben liegt... Die alten Einnahmebücher der Stadt Warburg geben einen Hinweis auf den ersten Kohlscheinbrauer. Damals hieß die Familie noch Kaulschien. Genommen oder gewonnen, das muss der Dubi mal sagen, das weiß ich nicht. Schau mal, Ludwig, 31. Januar. Johann Jost Kaulschiene. Für sich und seine Ehefrau. Brauergerechtigkeit genommen, zahlt darauf 15 Taler. Wie viel war 15 Taler jetzt heute in Euro? Das ist schwer zu sagen, aber ich würde sagen... Ungefähr. Mehr als das Monatsgehalt deines Vaters. Das ist die Geburtsstunde der Brauerei. Ja. Er war der erste Bierbrauer und die erste Generation Kohlschein in Warburg, die Bier gebraut haben. Johann Jost Kaulschien, der erste in der langen Reihe der Kohlscheinbrauer. Damals war das Bierbrauen harte körperliche Arbeit. Aber daran war Kaulschien gewöhnt. Sein Hauptberuf war Lohgerber. Das Bier braute er vor allem für sich und seine Familie. Eine Kunst, die nicht jeder beherrschte. Wie gut das Bier schmeckte, hing ganz vom Können des Brauers ab. Bevor der Hopfen in die Sudpfanne zur sogenannten Würze gegeben werden durfte, musste das Feuer erst richtig angefacht, die Würze zum Kochen gebracht werden. Damals brauten viele Warburger ihr Bier selbst. Bier war ein Alltagsgetränk. Verkauft wurde nur, was übrig blieb. So machte es damals auch Johann Jost Kaulschien, 1721.
Es sollte mehrere Generationen dauern, bis das Bierbrauen für Kohlscheins zum Haupterwerb wurde. Peter Kohlschein will seinem Großneffen noch etwas anderes, Wichtiges zeigen. So, das ist Ludwig, mein Großneffe, der Sohn von Michael. Ja. 11. Generation Kohlschein. Ja. Der will jetzt auch mal den Keller sehen. Ein historischer Bierkeller, in den Berghang gebaut. Hier wurde jahrhundertelang Bier vergoren und gelagert, denn hier war es immer kühl. Der Keller hatte eine doppelte Decke, in die im Winter Eis eingemauert wurde. So war es noch, als Peter Kohlschein ein Kind war. Das Eis wurde auf Teichen geerntet. Da haben wir als Kinder noch Schlittschuh gelaufen. Genau. Und dann sind die Bauern gekommen und die Brauereileute haben das Eis rausgesägt und dann hier oben an die Luke gefahren ist und dann hier reingeworfen. Kann man das auch noch von außen sehen, so ein Loch? Nee, von außen ist es alles zu. Heute liegt die Kohlschein-Brauerei am Rand der Stadt Warburg. Nicht mehr wie früher in der engen Innenstadt. Jeden Morgen macht Michael Kohlschein einen Rundgang. Sieht nach dem Rechten am Diemelwehr. Früher trieb das Wasser der Diemel eine Mühle an. Heute liefert sie den Strom für die Brauerei. Und das Brauwasser der Kohlscheins kommt aus eigenen Brunnen am Ufergelände. Wir stehen hier unten richtig im Landschaftsschutzgebiet. Und ich sag mal, es ist schon schön, wenn man hier unten so wird, weil man erlebt so die ganzen Jahreszeiten mit allem drum und dran. Also hier merkt man richtig, dass es Frühling wird. Hier merkt man, dass es Winter ist. Hier merkt man, dass es Sommer ist. Ich bin zumindest jemand, der sich hier unten sehr, sehr wohl fühlt. Jetzt im Moment sind die Äpfel alle reif. Dann hat man noch einen Grund, da vorne wegzugehen. Es gibt die morgendliche Vitaminspritze. Doch wie kann die Familienbrauerei überleben, wenn das dicke Geschäft nur die großen Bierkonzerne machen? David gegen Goliath. Michael Kohlschein sucht nach etwas Besonderem. Etwas Neuem, das zu Warburg, zur Tradition und zur Familie passt. Die Cousins haben eine Idee. Sie wollen Warburger Bier und Warburger Äpfel zusammenbringen und daraus ein Apfelbier brauen, ein Cider. Ein erster Versuch ist angesetzt. Bin ich ja mal gespannt, was da so rauskommt. Oh, 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 oh. Na, ist auch nicht gut. Super. Die hört sich sogar an, als wenn die nicht ganz richtig zuhört, als ich da vorher schon was gelöst hätte. Aber verkosten dann das trotzdem. Mhm. Braumeister Peter Schießel ist gespannt. Die Cousins haben sich viel vorgenommen. Ein Bier, modern und traditionell zugleich, mit einem Geschmack, den es auf dem deutschen Markt noch nicht gibt. Das ist ihr Ziel. Also riechen tut schon mal gut. Bröckelig. Das ist aber richtig lecker. Ja. Das Problem ist im Augenblick das unkontrollierte Überschäumen, das wir erleben. Normalerweise erwartet man ja von einem Bier, dass es in der Flasche bleibt. Und das tut es hier nicht. Das heißt, wir haben durch die Verbindung von Apfelsaft und Bier ohnehin eine Situation, die für ein Gushing eine gewisse Grundtendenz bringt. Und hier zeigt es sich ja deutlich, und das Produkt wäre so nie verkaufsfähig. Und jetzt ist natürlich die große Frage, kann man das technologisch beherrschen, dieses Thema? Das werden wir probieren. Wenn nicht, dann werden wir leider vielleicht etwas haben, was sehr, sehr lecker ist, aber was das Labor nie verlassen kann. Doch ein Anfang ist gemacht. Im Sudhaus der Kohlscheins könnte bald auch die Würze für das neue Apfelbier gebraut werden. Anders als vor 300 Jahren muss der Brauer heute nicht mehr viel von Hand machen. Und trotzdem kommt es bei Kohlscheins immer noch auf das Können jedes Einzelnen an.
Der Mitarbeiter, der dort steht, der bedient keinen Computer, sondern der bedient von Hand ein Sudwerk. Das heißt, der Mitarbeiter entscheidet von Hand, wie lange gekocht wird. Der entscheidet vor Ort nach Ansicht, wie lange geläutert wird. Und das ist Handarbeit. So, das war's schon. Kann's laufen, dauert eine Stunde jetzt. Wir merken natürlich, dass wir, wenn wir den Betrieb erhalten wollen, uns natürlich auch noch andere Plätze suchen müssen, wo wir Bier verkaufen können. Sie können hier vor Ort die Marktanteile noch steigern, fast bis wenn sie 100% hätten. Nur was nützt Ihnen das, wenn die Bevölkerung immer weniger wird, die Jugend da irgendwann fehlt und Ihnen die Konsumenten ausgehen? Jürgen Augstein arbeitet schon fast seit einem halben Jahrhundert bei den Kohlscheins. Er hat erlebt, wie sich seine Arbeit im Laufe der Jahre verändert hat. Man hat nur mehr Treppenrennen müssen, weil wir ja mehrere Etagen hatten. Nein, wir hatten ganz unten im Keller hatten wir dann die Trebertrocknung und dann darunter die Pfanne und oben Läuterboden und Boden, Schrotboden und das. Nein. Da hatten wir halt mehr Rennerei gehabt und dann musste man nach dem Kessel gucken und das. Nein. Und hier ist einfach, ist man auf einer Etage praktisch. Nein, sonst passt das schon. Muss ich einmal hier drücken. Jürgen Augstein hat sein Handwerk als junger Mann noch in diesem alten Sudhaus gelernt. Die Kohlscheins kauften es wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Es war damals, 1952, eines der modernsten Sudhäuser in Ostwestfalen. Der Kesselheizer, der musste also mit einer großen Schaufel die Kohle in den Kessel feuern. Dann musste er die Glut und den Abbrand herausraken mit so ganz großen Eisenrechen. Das alles mit der Schiebekarre wegfahren, die Hitze dabei. Das war die Welt, in der Michael Kohlschein aufwuchs. Wir hatten ja früher ein kleineres Sudhaus und da wurden dann eben mehr Sude die Woche gemacht und dann ist natürlich da ständig Betrieb gewesen. Und das Schöne natürlich auch für uns Kinder war immer, da war es warm. Die Brauerei Kohlschein lag damals noch mitten in Warburg, gleich am zentralen Marktplatz. Und die Brauerei war eine Institution. Jeder in der Stadt kannte die Kohlscheins und ihre Kinder. Mutter Christa war für die Kindererziehung zuständig. Doch Michael spielte am liebsten in der Brauerei. Und da hatte auch sein Vater Heinrich ein strenges Auge auf ihn, den künftigen Kohlschein. Da stehen so Sachen ganz weit vorne wie Ehrlichkeit, Fleiß, Pünktlichkeit, alles, was damit zusammenhängt. Und das ist uns als Kindern schon eingetrichtert worden. In der Familienbrauerei wurden alle Hände gebraucht. Auch Michael fasste früh mit an. Der Junge verkaufte abends Fassbier, wenn die Wirte Nachschub brauchten. Wir hatten ein richtig großes Hoftor und in diesem Hoftor war eine kleine Tür. Und je nachdem, wer da kam, ich sage jetzt einfach mal, das Fassbier kostete 50 Mark. Dann habe ich dann drinnen gestanden, die Tür noch nicht aufgemacht, das Fass hatte ich schon. Dann habe ich gesagt, erst das Geld. Und dann musste der das Geld unter der Tür drunter herschieben. Das habe ich dann in die Tasche gesteckt und dann habe ich die Tür aufgemacht und dann durfte er sich das Fass da rausholen. Ja, das war halt so. Ludwig ist mittlerweile neugierig geworden. Er will noch mehr wissen über das Erbe seiner Familie. Sein Großonkel Peter hat ihm vom Aufstieg der Familie erzählt. Aus einfachen Handwerkern wurden bedeutende Bürger und Ratsherren. Wunderschön, dieser Raum. Ja. Und dieses Warburg-Bild hier. Warburgs schönstes Zimmer. Der historische Ratssaal. Das war, so sagt man, die Neustädter Seite, das die Altstädter
Und hier saßen also vielleicht hier oder da mein Großvater, Urgroßvater oder Ururgroßvater. Vielleicht, wenn ein älterer Ratsherr mit gleicher Würde da war, hat der vielleicht den ersten bekommen, ganz nah zum Bürgermeister. Aber ich habe meinen Vater mal hier abgeholt als Kind und da war tatsächlich er auf dieser Reihe, denn ich musste da drüben auf der Bank warten, bis die Sitzung zu Ende war und mit ihm dann nach Hause gehen. Oh, mal draufsitzen. Ja. Schon ganz schön. Ratsherr der Neustadt? Kannst ja mal werden. Mein Großvater Karl August Kohlschall hat im Rat hier, wahrscheinlich an diesem Platz, wenn Schwieriges anstand und er sollte sich entscheiden, gesagt, nein, das mache ich jetzt nicht. Ich gehe nach Hause, ich rede mit meiner Frau und morgen sage ich Bescheid. Denn meine Frau ist klug und verständig und auf ihren Rat rechne ich. Das war mutig damals. Damals, das war vor ungefähr 150 Jahren. In der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es in Warburg noch ein halbes Dutzend Brauereien. Eine davon gehörte den Kohlscheins, geleitet von Karl August und seiner Frau Elisabeth. Ein ideales Paar. Sie hatte eine stattliche Mitgift in die Ehe gebracht und er war ein vorausschauender Unternehmer. Er war derjenige, der die Brauerei in die damalige Moderne geführt hat. Verwendung von Maschinen, neue Antriebskräfte, neue Vertriebsmöglichkeiten. Da war er Pionier. Karl August Kohlschein beobachtete, wie sich das Brauereihandwerk veränderte und regelrechte Brauindustrien entstanden. Es war die Zeit der industriellen Revolution. Die Kohlscheins wollten auch damals mithalten und sie investierten in Warburg in moderne Brauereitechnik. Da hat die Summe und die Mitgift seiner Frau geholfen, dass er das anschaffen konnte. Aber er war auch mutig genug, das zu riskieren, denn die anderen haben ihn verlacht. Was will man mit solchen Maschinen und dergleichen? Da ist bekannt, dass er da große Probleme hatte. Aber er hat das gemacht und er war damals in Warburg vielleicht der erfolgreichste Brauer. Karl August Kohlschein wagte noch mehr. Er braute als einer der ersten in Warburg ein neues, modernes Bier. Untergäriges Bier, das sich von Bayern aus in Deutschland verbreitete. Was würden seine Warburger dazu sagen? Einfache Bauern, die am Althergebrachten hingen. Karl August Kohlschein war gespannt. Untergäriges Bier galt in bürgerlichen Kreisen als Genussmittel. Und tatsächlich. Auch seine Warburger fanden Geschmack am neuen Bier. Kohlschein hatte richtig gelegen. Und heute? Trifft die 10. Generation Kohlschein mit ihrem Apfelbier wieder den Nerv der Zeit? Jetzt fangen wir einfach mal an, das zu verkosten. Und dann kann jeder was dazu sagen. Gut, Axel. Ja, ne? Ja, ich bin sehr gespannt. Ich werde jetzt zum ersten Mal mit einem neuen Produkt jetzt konfrontiert. Aus dem ersten Versuch ist eine Versuchsreihe geworden. Franz Axel und Michael Kohlschein haben viel Arbeit hineingesteckt. Ein dunkles und ein helles Bier stehen auf dem Tisch. Auch einfach mal reinschmecken, reinriechen. Was wird der Senior von ihrer Idee halten, Äpfel und Bier miteinander zu vergären? Interessant, sehr unterschiedlich die beiden. Vor allen Dingen unterscheiden sich durch die Süße, wobei das Dunkle einen volleren Charakter hat, mehr Körper. Es ist mehr Bier. Ja. Und das Linke ist mehr so schon so ein Zwitter in dem Bereich der Mischgetränke, alkoholfrei, süß. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Geschmack und die Ausrichtung noch nicht ganz stimmig ist. Aber das kann ja werden, das kann man ja verändern. Der Ansatz, ein solches Produkt auf den Markt zu bringen, was so hergestellt ist und was zum Bier passt, weil es ja eigentlich ein Bier ist,
Das ist richtig. Und nicht die Biere zu mischen mit irgendetwas, jeden Tag mit einem neuen Namen, mit irgendeiner Frucht, die keiner kennt, wo vielleicht ein paar Aromastoffe reinkommen. Das kann der Weg nicht sein. Dieser Weg, den die beiden gehen, der ist besser. Michael Kohlschein ist erleichtert und macht einen Spaziergang mit seiner Tochter zum Desenberg. Die Unterstützung des Seniors ist ihm sehr wichtig. Schließlich geht es um die Zukunft der Brauerei und seiner Familie. Wenn Kunden mich fragen, wie weit verkaufen Sie Ihr Bier, Herr Kohlschein, dann sage ich immer, dann sollte man auf den Desenberg gehen, sich hier hinstellen, wo wir hier stehen, einmal 360 Grad in die Runde schauen und dann hat man das Absatzgebiet fürs Warburger Bier. Ist eigentlich ganz einfach. Braucht man nicht groß erklären, man braucht nur gucken, weil es eine sehr schöne Landschaft ist. Ich glaube, Druck hat jede Generation. Jeder muss gucken, dass er das Fell in die nächste Generation gerettet kriegt. Und wir sagen zwar heute, die Märkte verändern sich und wir haben die Globalisierung. Mein Gott, die Generation vor uns, gut, ich sage mal, das war so der weiße Jahrgang. Davor die Generation hat einen Weltkrieg erlebt, davor die Generation hat einen Weltkrieg erlebt, die nächste Generation davor, die hatten einen siebenjährigen Krieg oder was weiß ich nicht was. Also ich denke, wir sollten schon ganz zufrieden sein mit dem, was wir haben. Im Familiengedächtnis sind die Krisen vergangener Zeiten, die besonders viel Kraft kosteten, bewahrt. Tief eingebrannt hat sich die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg. Fritz, der älteste der Kohlschein-Söhne, musste an die Front. Er war derjenige, der die Brauerei einmal übernehmen sollte. Bei einem Gefecht traf eine Kugel seinen Kopf. Schwer verwundet kehrte er nach Warburg zurück. Ein Jahr lang rang er mit dem Tod. Er wurde dann also mit einem Lazarettzug nach Warburg gebracht und seine Eltern haben ihn dann bei sich aufgenommen und gepflegt. Und sie wussten, dass die Verletzung also nicht zu heilen war und er hat also wohl schwer gelitten mit Krämpfen und viel Schreien. Und es muss also für die Familie ungeheuer belastend gewesen sein. Als Fritz, der Nachfolger, starb, herrschte Hunger. Lebensmittel waren knapp. Gerste durfte kaum noch zu Bier verarbeitet werden. Doch Kohlscheins gaben nicht auf. Die Existenz der Brauerei stand auf dem Spiel. Warum nicht Molke nehmen, wenn es keine Gerste gibt? Davon hatten die Milchbauern genug. Warum nicht daraus etwas Bierähnliches brauen? Das Molkebier schmeckte zwar anders und hatte keinen Alkohol, aber in der Not tranken es die Leute trotzdem. Es erinnerte sie an bessere Zeiten. So sicherte das Molkebier das Überleben der Kohlschein-Brauerei. Andere Brauer überstanden die Kriegsjahre nicht. Schließlich gab auch der letzte Konkurrent der Kohlscheins in Warburg auf. Ende der 20er Jahre waren die Kohlscheins die einzigen, die in Warburg noch Bier brauten. Ja, in allen Generationen hat es Gelegenheiten, Situationen gegeben, dass man sagte, soll man überhaupt noch weitermachen oder soll man lieber aufgeben? Aber sie haben es immer geschafft, dann doch weiterzumachen und bisher war es ja auch richtig. Es ist Anfang Oktober. Jetzt läuft die Produktion bei Kohlscheins auf Hochtouren. Denn auch Ostwestfalen hat sein Oktoberfest, genannt die Oktoberwoche. Auch Michaels ältester Sohn Pius packt mit an. Eigentlich seit meinem 14. Geburtstag bin ich immer, wenn ich ja früher Schulferien hatte oder jetzt Semesterferien, bin ich eigentlich mit im Betrieb. Ich kenne es eigentlich nicht anders, macht einen riesen Spaß und ich bin auch immer gerne mit dabei. Im Festzelt wird Nachschub gebraucht. Also die müssen noch drauf. Ne? Die holt der Kai jetzt, ist klar.
Und davon macht er bitte 80 in den Vierer hinter der Küche und die 20 unten in den Dreier. Ich bin so gut wie ein Mädchen für alles, muss man sagen. Also das ist jetzt Ende Oktoberwoche, ist das ja der Dienst auf dem Kutschbock. Das sind dann allerdings auch so Dinge wie Sachen renovieren, streichen. Wirklich von den kleinen bis zu den ganz großen Aufgaben, auch wenn wir mal größere Veränderungen in der Brauerei haben, dann werde ich also meistens auch von Franz Axel und meinem Vater gefragt, was ich denn davon halte und wie ich darüber denke. Also ich werde da doch sehr offen mit einbezogen. Ist Pius der zukünftige Kohlschein? Welches von den Kindern die Nachfolge antritt, da beschäftige ich mich überhaupt nicht mit, weil jeder soll seinen Beruf erlernen und das im Leben machen, was er gerne mag, wo die Neigung und der Spaß, wo alles da ist. Also das würden wir im Leben nicht, das haben wir von vornherein gesagt, niemals schon so früh forcieren, dass die sich auch verpflichtet fühlen und vielleicht gar keinen Spaß daran haben. Letzte Vorbereitungen für den großen Festzug durch die Stadt. Sie gehören selbstverständlich dazu. Die Kaltblüter, die die Brauereikutsche ziehen. Es ist noch gar nicht so lange her, dass der letzte Kohlscheinbrauer mit der Pferdekutsche über Land fuhr. Gerade mal zwei Generationen. Mein Vater erzählt natürlich immer die Geschichten von meinem Großvater, wie der mit seinem Pferdegespann auch auf Kundenbesuch war. Er hatte den Wagen, seine Pritsche voll mit Bier. Es hallte dann durch die im westfälischen Platt halt durch die Dörfer. Kohlschien ist da. Und dann kamen die Landarbeiter zusammen. Kohlschien kommen, ich hab ein Freibier. Ja, das war dann der Weckruf für alle, die Durst hatten, das Lokal aufzusuchen. Und es gab ein Dorf im Hessischen. Da gab es einen Schmied, der wohnte und hatte seinen Betrieb gegenüber der Gaststätte, die wir anfuhren. Und wenn der uns sah, dann schlug er auf den Amboss mit wuchtigen Schlägen. Und die meisten wussten, da ist jetzt irgendwas los. Wollen wir mal gucken, was in der Kneipe sich tut. Ja, da war dann der Kohlschein und gab Freibier aus. Man trank in der ersten Gaststätte das erste, das zweite Bier. Und als mein Großvater dann langsam zum Aufbruch wieder rüstete, dann war die Kneipe mit einmal schlagartig leer. Und siehe da, welche Überraschung, in der nächsten Dorfgaststätte waren schon wieder alle da. Die Trinkerei in den Gaststätten, jeder meint, er muss mit ihnen Bier trinken. Nicht? Und passen gibt's nicht, nicht. Dann haben sie gesagt, guck dir den Kaulschien an, der trinkt sein eigenes Bier nicht, nicht. Das war hart, nicht. Beim Festzug ist die ganze Stadt auf den Beinen. Mittendrin die Brauereikutsche. Und Michael Kohlschein. Er hat einen Ehrenplatz auf dem Wagen des Festkomitees. Man kennt sehr, sehr viele Leute hier. Und es kennen mich, glaube ich, auch manchmal mehr Leute, als ich die Leute dann leider mit Namen kenne oder sowas. Aber mein Mann sagt jetzt häufiger zu mir, ich glaube, du kennst mittlerweile mehr Leute als ich. Der Höhepunkt der Oktoberwoche. Im Festzelt fließt das Bier in Strömen. Und auch heute gilt für die Kohlscheins immer noch, dabei sein ist alles. Michael Kohlschein vertritt die Brauerei bei den Warburger Schützen. Und auch Sohn Pius trägt schon Schützenuniform. Dass ein Kohlschein in Warburg im Schützenverein ist, überhaupt Schütze ist, das ist selbstverständlich. Eigentlich in allen Generationen. Das gehörte dazu, das war auch eine gesellschaftliche Seite und natürlich auch eine geschäftliche Seite. Denn bei den Schützenfesten wurde und wird ja auch Bier recht interessant konsumiert, also in Mengen, dass ein Brauer freut. Das ist einfach Kern des Bierbrauerseins, wenn man halt ein kleines Unternehmen hat, das sich das Geschäft immer mit der Person verbindet. Eine ganz
private, persönliche Runde mit einem Vereinsvorstand hier im Festzelt, die kann sich plötzlich als auch ein wichtiger Geschäftstermin herausstellen. Nach der Oktoberwoche wird es in der Kohlscheinbrauerei ruhiger. Die Festsaison ist vorbei. Endlich wieder Zeit, sich um das Apfelbier zu kümmern. Ob es immer noch so schäumt? Verkosten wir jetzt einfach mal. Das heißt, die erste Frage wäre, ob es jetzt in der Flasche bleibt. Ne? Genau. Hervorragend. Also da bewegt sich nichts, da gascht nichts. Wir haben natürlich einen Bodensatz. Jetzt kommt es noch darauf an, wie es schmeckt. Treffen Sie genau die Note, die Sie sich vorgestellt haben? Den Geschmack, von dem Sie sich den Erfolg erhoffen? Das Helle, das geht schon genau in die Richtung, wo wir hinwollen. So ein bisschen fehlt die Frische, die wir in den Vorversuchen hatten. Das war ja das Ziel, dass wir eine Mischung aus Bier und Frucht kriegen, die aber diese Süße von Biermischgetränken einfach nicht mitbringt. Und das ist auf jeden Fall erreicht. Und wenn man das vielleicht noch ein bisschen nach vorne bringen kann, dann könnt weitermachen. Wir sind, ich denke mal, wir sind nah dran. Ne? Ein Apfelbier. Ein modernes Bier in einer traditionsreichen Region. Ob es den Kohlscheins helfen wird, ihr Familienerbe zu sichern? Am Ende muss jeder, der diese Brauerei geleitet hat, wir, die sie heute leiten und vielleicht auch die Generationen, die nach uns sie leiten mögen, sich immer wieder die Frage stellen, was verlangt der Markt von mir und wie gehe ich damit um? Und wenn diese Antwort auch in Zukunft erfolgreich gegeben werden kann, dann gibt es eine Fortsetzung unserer Brauereigeschichte. Ein weiteres Jahr in der Familiengeschichte geht zu Ende. Ob es ein gutes Jahr war, wird erst die Zukunft zeigen. Das wünsche ich mir, dass die Jungs das weiterhin so gut machen. Und die tun wirklich eine Menge, die zwei. Ja? Und das finde ich also absolut bewundernswert, diesen David gegen Goliath. Und mit welcher Größe die das machen. Und das finde ich schon toll. Und das wünsche ich mir, dass wir das alle weiter so gut durchhalten. Der Weg ist natürlich steinig, aber irgendwie wird das schon zu schaffen sein, den Betrieb an die nächste Generation zu übergeben. Und zwar einen lebenden Betrieb, der dann auch weitergeführt werden kann. Und wenn wir es dann noch schaffen, dann bei den Kindern diejenigen auszuwählen, die das dann mal später weiterführen, dann wäre der große Lebensplan gelungen. Ich glaube, das ist so. Käsekuchen. So. Käsekuchen.